Terra Sound, wie war da der First Contact? Wie hat sich das entwickelt? Ja, das war sehr interessant für uns. Also wir haben damals mal mitgemacht bei Metal Champ 2010, waren die Vorrunden im Escape und dann haben wir es geschafft, dass wir im Finale eben auch hier in der Szene spielen können. Und da hat es gar nichts geheißen von zweiter Preis, gewinnt auch irgendwas. Und wir haben gespielt und gleich nachdem wir runtergekommen sind von der Bühne, kommt der Reine her. Das war leiwand, ja, wenn es irgendwie überlegt, bringt mir was anderes, da habt ihr meine Visitenkarte, nehmt Kontakt auf, dann reden wir über weitere Sachen. Und aus dem hat sich halt dann das Ganze entwickelt und muss sagen, bis jetzt bin ich schwer begeistert von der Sache. Ja. Zur Abwechslung war mal wirklich dabei sein alles. Insofern sieht der zweite Platz sogar auszahlt. Eigentlich Bayer, das möchte ich betonen. Hört man ja gar nicht. Hau Idee. Na und ich bin nach Wien gekommen eigentlich nur zum Studieren. Und habe halt aber gesucht nach einer weiteren Metal-Band, weil das, ich hatte in Bayern eine Band, auch als Frontband, aber das ging schon, das war schon immer eingehend irgendwie die Band. War auf der Suche nach etwas und das erste, was ich fand, das Chaos Beyond und das hat bis jetzt ziemlich gut gehalten eigentlich und soll auch so weitergehen. Was studierst du in Wien? Ich bin Musiker, Gitarre. Ah, verstehe. Und wo studierst du das? Am Wiener Konservatorium. Wie lange hast du noch? Ich habe nächstes Jahr im Juni Diplomprüfung, genau. Also und ein Jahr zu. Was macht man dann weiter, wenn man das Diplom hat? Muss man da also ein Jahr, weiß ich nicht, irgendwo unterrichten oder keine Ahnung? Kann man machen, also ich persönlich für mich habe vor, noch weiter zu studieren. Ich habe jetzt nämlich nur ein Diplom in Gitarre gemacht, also einfach ein Konzert, also Jazz-Gitarre einfach nur spielen. Und es gibt aber noch einen Abschluss, wo man unterrichten kann, also das nennt sich IGP, Instrumentalgesangspädagogik. Und ich werde das noch nachholen innerhalb von ein, zwei Jahren dann und dann schauen, dass ich irgendwann Stelle kriege und unterrichte. Und natürlich, solange ich noch jung bin, bis ich 30, 35 bin, nur spielen und auf den Bühnen sein mit Chaos Beyond auch. Und das ist das Wichtigste für mich, weil solange man keine Familie hat, kann man rumtouren, wo man will. Von wo aus Bayern bist du? Aus Simbach am Inn. Ah, schau. Also eh nicht so weit. Ja. Nein, ich bin eigentlich an der Grenze zu Österreich schon immer aufgewachsen. Ja. Von dem her ist die Sprache und alles auch eigentlich sehr ähnlich, auch die Kultur, wie gesagt. Ist ja, das hört man in Wien nicht so gern, aber Wienerisch ist ja einfach ein Unterort des Bayerischen. Warum habt ihr die Nummer ausgewählt? Worum geht es in dem Video? Die Geschichte ist relativ spontan entstanden. Also wir waren in Deutschland, haben gesagt, Reini, wir melden uns, wenn wir mit dem Album wieder da sind. Fahren hin, legen es ein. Vierte Nummer, My Sacrifice, das wird die Single-Auskopplung, wenn wir eine machen. Und wir haben gesagt, okay, wenn wir ein Video machen, das wird das Lied, für den wir ein Video machen. Deswegen ist jetzt der vierte Nummer des Albums, My Sacrifice, ist es unser Title-Track geworden, obwohl er eigentlich am rockigsten von allen ist klingt. Das letzte Lied, das vor Ende der Kreativphase, sag ich mal, zum Aufnehmen entstanden ist. Also das letzte, zufälligerweise einfach. Also es ist irgendwie ein Song, den würde ich auch meiner Oma vorspielen und deswegen, und deswegen haben wir uns im Endeffekt auch... Die hört schon so schlecht, oder was? Ja, der ist sehr laut, der Song. Hey, wir sind Chaos Beyond und ihr seht... Mulatschak! Die einzige TV-Show, die ihr wirklich braucht. Mulatschak!